Und zurück zu einer neuen Folge God of War. So, weiter geht's hier in dem Hexenuntergrund. Und dann schauen wir mal, wo uns jetzt der Weg hinführt. Wir haben ganz schön was questmäßig, ganz schön was viel offen. So, aber hier haben wir noch nicht alles erkundet. Ich weiß, dass hier auch ein bisschen was noch zu finden ist. Auf jeden Fall Hacksilber. Hier kommen wir nicht hoch. Also, das ist viel zu weit zum Springen. Schieben wir es ja ein bisschen rüber. Das wird lustig. Bin fast da. Mit den Brettern im Weg kann ich da nicht ja, rüber. Ja, mache schon. Es ist eine. Es ist noch eine von diesen Sandschalen. Auf der Seite von dieser hier stehen andere Runen. Was bedeuten sie? Noch ein Rätsel. Füttere mich nicht, ist's dein Ende auch. Gib mir zu viel, bleibt nichts als Rauch. Vielleicht ist die Antwort wieder in der Nähe zu finden. Ich kann hier gar nicht hoch, oder? Die Antwort muss hier irgendwo hingeschrieben sein, oder? Ich komme aber nicht. Moment, ich glaube, ich sehe was an der Decke. Aber es ist von den Brettern verdeckt. Jetzt kann ich sehen. Da steht Feuer. Na klar. Wow. Okay. Okay, das merken wir uns mal. Okay, hier geht's nicht weiter. Denn das für ein, achso, das ist bloß der die Brücke dorthin. Okay. Gut, dann müssten wir jetzt eigentlich. Jetzt muss ich nicht darüber kommen, weil ich kann da gar nicht rüberspringen. Oder kommen wir von der anderen Seite rüber? Übersehen.
ziemlich gut verschlossen. Jetzt müssen wir schnell schauen. Oh, können wir einiges machen. Reicht das mal? Haben wir mit Atria so ein bisschen gepusht. Jetzt schauen wir, ob ich hier rüberspringen kann. Da kann ich nicht rüberspringen. Wie komme ich denn da rüber? Okay, das soll es noch nicht sein. Dann würde ich sagen. Wir schauen jetzt weiter mit dem Boot. Auch noch eine Tür. Ach, hier können wir nicht weiter, weil das Wasser praktisch gesunken ist. Können wir hier runtergehen? Ne, leider nicht. Okay, dann schauen wir. Schauen wir mal schauen, ob wir. Kann der nochmal den Sand was anderes reinschreiben, dass das Ding nochmal hochfährt?
kommen wir nicht hoch. Na, hier geht auch nichts. Damit müssen wir wieder oben hochkommen. Später eventuell. Okay, dann würde ich sagen, ab zum Boot jetzt. Hier war auch nichts mehr. Ich schaue doch mal kurz rein. Hier war die Höhle. Hier kommen wir da oben wieder raus. Okay. Dann gehen wir mal zum Horn der Schlange. Mimir, warum hat Freya dich angespuckt? Nein, erzähl von Baldur. Er behauptet, nichts verletzt ihn. Ja, Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Das Prahlen eines Gottes. Jeder hat eine Schwäche. Er nicht, fürchte ich. Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Das hast du schon gesagt. Wirklich? Was ist der Ursprung dieser Kraft? Naja, ich erinnere mich an einen Zauber. Mimir? Ein Teil meines Gehirns erwacht gerade noch zu mir. Ich brauche noch einen Moment, um ganz aufzumachen. Ist er etwa kaputt? Ja, irgendeine Schwachstelle muss er haben. Mimir, wir sind auf dem See. Perfekt. Leg in der Nähe. Soll ich hier nochmal anlegen? Die hat mir doch gesagt, neue Bucht entdeckt oder irgendwie so, oder? Kann man hier anlegen? Die Schlange, die er hält. Die Weltenschlange? Zu klein. Ja, aber vielleicht ist Thor auch echt groß. Hm, unwahrscheinlich. Dich eigentlich angespuckt? Naja, größtenteils gibt sie mir die Schuld an ihrer derzeitigen Situation. Und nicht vollkommen grundlos. Es geht alles auf den großen Krieg zwischen den Asen und den Waren zurück. Genug, keine Geschichten. Nicht, wenn wir laufen. Wir konzentrieren uns auf den Weg. Verstehe ich voll und ganz. Ich erzähl später weiter. Kopf, wie reden wir mit der Schlange? Auf dem Mittelpunkt der Brücke ist eine Plattform mit einem Horn. Bringt mich dorthin. Endlich! Das Horn! Da, wo wir schon reinblasen wollten, da, wo der Kratos nicht so begeistert war. Schauen wir doch jetzt gleich mal. Gut, jetzt halte meine Lippen an das Horn. Das.
Athene errichtete diese Statue zu Ehren Thors. Da die Weltenschlange diesen miesen Drecksack wirklich abgrundtief verabscheut, wollte sie nicht mehr sehen. Aber tut das nicht weh? Tja, sie und Thor haben eine unerfreuliche gemeinsame Vergangenheit. Beziehungsweise Zukunft. Wahrscheinlich fand die Schlange es schlimmer, den Anblick zu ertragen, als harten Stein durch ihren Schlund zu jagen. Soll ich sie fragen? Nein. Uns kümmert nur Jötunheim. Also gut, wünscht mir Glück. Ich hab's noch drauf, Jungs. Sie erinnert sich. Why you? Dafür gesorgt, dass das kein normaler Meißel kann. Nur die Spitze eines magischen Meißels öffnet das Tor. Zum Glück weiß ich, dass er sich in der Nähe befindet. Die Schlange hat kurz wütend ausgesehen. Ach das, sie dachte, ich hätte gesagt, ihr werdet Freunde von Odin. Verzeiht, ich habe die alte Sprache noch nie nüchtern gesprochen. Hey, seht mal, das Wasser ist noch weiter gesunken. Man sieht noch mehr von den Weltentürmen und Statuen. Ich sehe auch neue Orte zum Erkunden am Ufer. Wo ist dieser Meißel? Wir brauchen erstmal ein Boot und dann geht's weiter. Wenn wir zum Boot kommen, können wir entweder diesen besonderen Meißel suchen oder uns noch etwas umsehen. Mir ist jede Entscheidung recht. Was verbirgt sich wohl dahinter? Kein irdischer Schlüssel, keine physische Kraft kann die Magie dieses Schlosses brechen. Sieh es gar nicht erst an. So ein Schloss habe ich noch nie gesehen. Erinnert mich an etwas, das Tyr mal skizziert hat. Er hat gern zahlreiche Symbole zu eigenen Runen kombiniert. Die hier bedeutet, glaube ich... Frieden, Eintracht, Gnade. Und noch mehr. Ich sehe, was er getan hat. Aber wie kommen wir hinein? Wir haben Wichtigeres zu tun. Zum Meißel.
Rudere bis zu den Statuen der Ruderer. Dann zwischen ihnen durch. Hey, Mimir. Beim letzten Mal hattest du im Boot eine Geschichte begonnen. Was wolltest du über den großen Krieg sagen? Davor waren Kriege ein Kinderspiel für die Asen. Doch die Vanen hatten sich als ebenbürtig und ebenso verheerend erwiesen. Beide Seiten erlitten große Verluste. Und für viele von uns war der Krieg kein Spaß mehr, sondern eine sinnlose Vergeudung kostbaren Lebens. Findest du nicht auch? Ganz genau. Genug war genug. Und schließlich beschloss Odins genialster Berater, einen aufgeklärteren Weg zu finden. Weißt du was? Ich erzähle sie dir später. Schon gefragt, was aus ihm wurde. Warte, Fafnir? Wie in Fafnirs Lagerraum? Genau der. Aber laut Sindri ist er ein Zwerg. War er. Und jetzt ist er ein Drache. Das Leben ist schon komisch, was? Angekettet. Wir sollten nach Bindungsschreinen suchen und den armen Kerl befreien. Was meint ihr?
Einen Moment! Befreien wir ihn. Ich spreche aus Erfahrung. Niemand verdient eine solche Gefangenschaft. Nicht mal ein gieriger, drachengewordener Zwerg. Du hast die Frage des Jungen nicht beantwortet. Wie wurde dieser Zwerg zum Drachen? Sicher bin ich nicht, aber er hat seine Langfinger nie von magischen Artefakten lassen können. Vielleicht hat er der falschen Warngöttin ein Schmuckstück geraubt.
sehe Fortschritte. Junge. Warte, das muss ich mal lesen. Thank you.